Wir befinden uns hier in Rheinstetten im Stadtteil Mörsch. Der Feuerwehr wurde ein Gasaustritt gemeldet mit mehreren verletzten Personen. Beim Eintreffen befanden sich noch zwei Personen im Gebäude. Mit einem Trupp unter Atemschutz wurde eine der Personen nach draußen verbracht, an den Rettungsdienst übergeben. Diese befindet sich nun auf dem Weg in eine Druckkammer. Wir reden hier von einem CO-Austritt, vermutlich von der Heizanlage. Da kann ich aber noch keine gesicherten Informationen dazu geben. Die Rettungskräfte alarmiert hatte der Sohn der Familie, der die beim Eintreffen dann so vorgefunden hat und den Notruf gewählt. Wir befanden uns mit 21 Einsatzkräften seitens der Feuerwehr Rheinstetten vor Ort, der Rettungsdienst mit mehreren Rettungswagen und dem organisatorischen Leiter Rettungsdienst sowie einem Notarzt. Das Tückische an Kohlenmonoxid ist, dass ein unsichtbares Gas ist und eigentlich auch lähmend dann auf den Körper wirkt und sehr gefährliche Auswirkungen hat, da man dann entsprechend nicht mehr selber auch flüchten kann aus dem tückischen Gas. Regelmäßig natürlich die Heizungsanlagen prüfen lassen, auch nach diesen Prüfungen dann gegebenenfalls darauf achten, ob man irgendwelche veränderten Körperwerte feststellt, ob es einem schlechter geht eventuell. Und auf jeden Fall dann, wenn man sowas feststellen soll, die Rettungskräfte alarmieren und auch den Bereich zügig verlassen. Natürlich bietet es sich an, gerade in Heizungsräumen mit CO-Meldern zu installieren. Genauso wie Rauchmelder können die auch als Lebensretter dienen und dann im Notfall halt eben alarmieren und ein zügiges Verlassen überhaupt ermöglichen. Weil wie gesagt, Kohlenmonoxid bekommt man an der Stelle überhaupt nicht mit in den meisten Fällen.